Willkommen zurück zu Düsseldorf aktuell, liebe Zuschauer. Es ist das Thema des heutigen Tages. Nach unserer Zeit in der vergangenen Nacht ist Barack Obama zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden. Daher natürlich auch Thema hier bei uns im Studio-Talk. Einen Fachmann habe ich mir dazu eingeladen, einen Fachmann für die USA. Das ist Herr Gert W. Kichenjawi. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Natürlich die erste Frage an Sie. Sind Sie mit diesem Wahlergebnis zufrieden persönlich? Vorher war ich natürlich nicht, weil ich neigte mehr zu einem anderen Lager. Heute bin ich sehr, sehr froh, weil das ist typisch amerikanisch. Die Wahl ist zu Ende, es geht nach vorne, es hat einen unglaublichen Ruck durch diese Rede gegeben, auf die Sie sicherlich noch zu sprechen kommen. Also ich bin sehr zufrieden. Und Obama hat ja ein paar Hochburgen der Republikaner geknackt. Ohio, Virginia, ich glaube auch Florida war dabei. War damit im Vorhinein, haben Sie damit gerechnet? Nein. Wenn Sie die Realzahlen nehmen, so sind sie mittlerweile ja bekannt, 52% für ihn und 48% für McCain. Das ist nicht so gigantisch, wie es sich bei den Wahlmännern darstellt, aufgrund des amerikanischen Wahlsystems. Es war nicht zu rechnen, es war mit vielem nicht zu rechnen. Und damit hat man wahrscheinlich auch nicht gerechnet, mit dieser Rekordbeteiligung. Ich sehe die Bilder vor mir, diese Nacht konnte man es im Fernsehen ja sehen. Unglaublich, Schlangen vor den Wahllokalen könnte man sich bei uns im Land wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Und auch sehr viele junge Wähler. Liegt es daran, dass der Präsident relativ jung für sein Amt auf jeden Fall ist? Nein, ich glaube, es ist ein Ruck durch dieses Land gegangen. Es muss was passieren. Es kann nicht so weitergehen nach der Bush-Ära, 8 Jahre. Es musste etwas passieren. Und dann habe ich etwas festgestellt in Amerika, wie man junge Menschen wieder begeistern kann, auch für die Politik. Es ging nicht um Schwarz, es ging nicht um Weiß, sondern es ging, wir können etwas bewegen. Und das erinnert mich so ein bisschen, als ich diese Nacht die Rede hörte, sie hat mich unglaublich fasziniert. Martin Luther King hat gesagt, dass er einen Traum hat. Und Obama hat gesagt, we can. Das heißt, wir realisieren. Und ich glaube, da schließt sich eine Klammer in Amerika in einer Form von einer echten Begeisterung, die Probleme anzupacken. Und davon haben sie sehr viele. Und ich glaube, das war der Grund für diese vielen Jungwähler. 60% der jungen Menschen haben gewählt. Unvorstellbar. Ich meine, Sie haben es gesagt, Warteschlangen. Ein Freund sagte mir, wir wollten wählen gehen. Vor einigen Tagen, der sagte, wir sind wieder weggefahren. 4 Stunden Wartezeit. Für uns unvorstellbar. Unvorstellbar, ja, klar. Und Gelassenheit. Ja. Und dass er vielleicht auch so viele Junge gekriegt hat, mag das auch daran liegen, er hat ein unglaubliches Charme, Charisma. Man sagt, im Vergleich den auch mit Bill Clinton, wo ja auch Leute, die den schon mal kennengelernt haben, sagen, er guckt einen an und man ist direkt in seinem Charisma gefangen. John F. Kennedy, auch ein ähnlicher Typ. Würden Sie das sagen, dass er auch viele einfach mit seiner Ausstrahlung eingefangen hat? Ich würde ihn nicht mit Clinton vergleichen, weil Clinton wirkte ein Stückchen künstlich für mich. Er wird heute sofort in allen Medien als Kennedy verglichen. Und er hat eine Offenheit, eine Ehrlichkeit und er hat etwas getan, was ich von einem Politiker in Europa noch nie gehört habe. Ich höre zu. Und er hat viele Beispiele auch in seiner Rede gebracht, in denen er zugehört hat, den Menschen. Und ich glaube, im Anfang hielt ich ihn für aufgesetzt, heute halte ich ihn für sehr realistisch, real etwas bewegen wollen. Wichtig für uns aus deutscher Sicht ist natürlich auch, was können wir erwarten von dieser neuen Regierung in den USA? Erwarten und geben heißt das Spiel. Obama war in Berlin mit seiner Rede, hat er aufgefordert, ein Zusammenrücken. Er wird sicherlich die Deutschen ansprechen, aber er meint EU. Er wird von uns fordern, aber er ist auch bereit zu geben. Und ich glaube, es entsteht zum ersten Mal nach 8 unendlich langen Jahren Bush wieder eine echte Partnerschaft. Ich sehe sehr, sehr positiv für diese Partnerschaft. Der Amtsantritt ist im Januar 2009 und es ist ja bei den Amerikanern immer so ein bisschen skurril. Es gibt immer irgendwelche netten Geschichten zu erzählen und zum Amtsantritt eines neuen US-Präsidenten gibt es da auch was zu erzählen. Ja, nach einer langen Vorbereitung von 2 Monaten, wo 6.000 Beamte ausgetauscht werden müssen, stellen Sie sich das mal in Deutschland vor, wird er einen Brief seines Vorgängers vorfinden, sehr persönlich, sehr privat, mit Ratschlägen, über die nie, auch danach nicht in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Und es wird das obligatorische, hoffentlich kalte Ritual geben,
Aber ich glaube, die Kälte wird durch die Wärme, die Obama, ich glaube, von Herzen ausstrahlt. Es wird ein Ruck durch die Welt gehen. Ich glaube, es ist sehr, sehr positiv. Wir werden es erleben. Herr Kichniabi, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns im Studio, für Ihre persönliche Einschätzung. Und hier bei Düsseldorf Aktuell, liebe Zuschauer, machen wir jetzt weiter mit dem Sport.